Wie arbeiten Menschen mit ähnlichen Herausforderungen ganz woanders auf dieser Welt? Und gibt es dort eigentlich New Work? Mit diesen Fragen sind wir mit MovoMind auf moderne Walz gegangen, auf unsere Modern Work Tour. Durch diese weltweiten Einblicke in modernes Arbeiten machen wir den Ansatz New Work in Deutschland noch besser verstehbar und tragen als Vorreiter zur proaktiven Gestaltung von New Work und moderner Arbeitskultur bei. Wir, das sind Anna und Nils Schnell, sind von MovoMind, einer in Hamburg ansässigen New Work Consultancy, dessen Fokus in der Ermöglichung von sinnstiftender Arbeit und interner Wissensvernetzung liegt. Auf unserer Modern Work Tour sind wir über 15 Monate hinweg in 34 Ländern gewesen. Dort haben wir Sessions mit über 130 Unternehmen gehabt. Was heißt das jetzt konkret? Wir haben Arbeitsinterviews gemacht, wir haben Wissensaustausche organisiert, wir haben Gründer und Topmanager gecoacht und Unternehmen in Veränderung und bei ihren Herausforderungen weltweit und zeitgleich auch in Deutschland remote begleitet. Also ganz im Sinne einer klassischen Walz mit einem modernen Element, nämlich New Work. Dieses Mindset, diese Denkart einzubringen und in die Welt zu tragen, genau das haben wir auf unserer Modern Work Tour gemacht. Gleichzeitig schauen wir aber auch, wie weltweit modern gearbeitet wird, egal ob im Balkan, Asien, Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika. Was haben wir dabei gelernt? Zuallererst, überall haben wir Formen von modernem Arbeiten und New Work gefunden. Es wird lediglich nicht überall New Work genannt, also das Konzept ist häufig noch kein Begriff. Jeder Mensch kann mit seinem Wissen andere bereichern. Bei der Modern Work Tour geht es genau um diese proaktive Wissensvernetzung weltweit. Heruntergebrochen bedeutet das, Wissensaustausch kann und sollte immer stattfinden, egal ob im eigenen Team, im Unternehmen oder über Unternehmens- oder sogar Ländergrenzen hinweg. So, dass wir miteinander voneinander lernen können und gemeinsam besser werden, sodass Lösungen für Probleme gefunden werden, die uns alle betreffen. Ein paar kleine Einblicke und Learnings von der Modern Work Tour. In Lagos in Nigeria haben wir Magic Carpet Studios getroffen, die das Ziel haben, das Walt Disneys Afrika zu werden. Hier wird eine unglaubliche Lernkultur gelebt. Jede Woche challengen sie sich, es gibt Lernformate und ganz persönliche Lernziele. In Ghana zum Beispiel haben wir uns mit der ehemaligen Miss Universe Ghana, Akpene, getroffen, die inzwischen selbstständig ist und jungen Menschen sinnstiftende Arbeit und Future Tools beibringt. Ihr Credo ist immer, der eigene Weg, den eigenen Sinn kann man nur finden, wenn man reflektieren kann und seinen Sinn damit kennenlernt. Und in Australien, in Sydney, trafen wir Steven, der sinnstiftende Arbeit in seinem Unternehmen in den zentralen Mittelpunkt stellt. Und anstatt die CEO-Rolle einzunehmen, hat er sich kurzerhand zum CPO ernannt, nämlich dem Chief Purpose Officer. Von der klassischen Walz zur modernen Walz des 21. Jahrhunderts mit dem New Work Fokus geht es darum, Wissen neu zu generieren, sich über Grenzen hinweg auszutauschen und so flexibel wie möglich neue Arbeitskulturen kennenzulernen und darin zu arbeiten. Und genau das haben wir auf der Modern Work Tour gemacht. Wir haben natürlich auch Initiativen abgeleitet aus der Modern Work Tour, die entstanden sind. Das eine ist die Modern Work Tour Digital, wo wir den weltweiten Austausch und Inspiration zum Kern von New Work selbst weiter aus den eigenen vier Wänden heraus gestalten werden und natürlich wie immer auch mit unserer Community hier in Deutschland teilen werden. Das andere ist, dass ein New Work Modell entstanden ist, welches eine Selbsteinschätzung für Unternehmen darstellt, damit diese wissen, wo sie eigentlich stehen und wo sie hin möchten. Und es sind natürlich weitere Initiativen entstanden, wie beispielsweise unsere Online Modern Work Academy, die gerade im Aufbau ist. Mit der Modern Work Tour tragen wir dazu bei, dass wir von anderen Arbeitskulturen lernen, neue Tools und Methoden ausprobieren und sehen, was uns weltweit in einer neuen und modernen Arbeitswelt verbindet, damit wir noch besser voneinander lernen und uns austauschen können. Wir freuen uns also, wenn ihr unsere Idee spannend findet, wenn ihr noch mehr erfahren möchtet. Insofern votet gerne für uns und mal schauen, wohin die Reise noch gehen wird. Jetzt kommt der nächste Teil von mir anscheinend. Ja, grün bist du. Du bist grün. Und anstatt
Zeit.